Seit jeher hantiert der Mensch mit Pfeil und Bogen. Doch dabei geht es gar nicht immer darum, die wilden Tiere zu erlegen, sondern auch als Sportart ist das Bogenschießen mittlerweile anerkannt. Schüler der Jula-Trebitz-Schule Tonndorf haben sich diesen Sport im Schützenverein Rahlstedt genauer angeschaut. Bogenschießen ist seit 40 Jahren olympische Disziplin. Der Schützenverein Rahlstedt bot diese Sportart zum ersten Mal vor 4 Jahren an. Mittlerweile treffen sich rund 30 Mitglieder zweimal wöchentlich zum Training. Bogenschießen kann jeder, denn einen Waffenschein braucht man dazu nicht. Frauen und Männer ab 7 Jahren begeistern sich gleichermaßen für diese Sportart. Ich bin Melissa, ich bin 13 Jahre alt und schieße seit 3 Jahren Bogen. Ja, ich habe schon an ganz schön vielen Turnieren teilgenommen, auch an Kreismeisterschaften und halt so Kreismeisterschaften und Landesmeisterschaften, Norddeutsche Meisterschaft, ja. Für professionelles Bogenschießen ist ein spezielles Equipment enorm wichtig. Außerdem gibt es eine Reihe unterschiedlicher Bögen. Es gibt noch Blankbogen, den Compoundbogen, ja, und den Recurvebogen. Das hier ist ein Carbonpfeil. Der ist aus Carbon. Der hat eine Plastiknocke, eine Metallspitze und Plastikfedern. Das hier ist ein ganz normales Tab, so für, also so am Anfang. Und das sind halt so ein bisschen fortgeschrittene. Und hier haben die so eine Platte, die nennt man Anker-Tabs, macht man dann halt so unters Kinn. Doch, ist Bogenschießen eigentlich gefährlich? Eigentlich eher nicht, außer, also halt, es gibt ja eine Schusslinie, wenn jemand dahinter kommt, da muss man immer aufpassen. Deswegen gibt es auch so Signale. Und eigentlich nichts. Astrid Külper trainiert seit 4 Jahren Bogenschützen in Hamburg. Doch Mitglied ist sie im Schützenverein Hausbruch. Ich bin hier in Rahlstedt auch Trainerin und daran kann man vielleicht sehen, wie sich die Situation in Hamburg ist. Also es gibt wenig Trainer und viele Sportbegeisterte. Und da fahre ich also quer durch die Stadt, um Training zu geben bei einigen Vereinen. Ich selber schieße Compound. Aus Überzeugung. Das ist also, es gibt ja einmal den Recurve, den olympischen Recurve-Bogen, den auch Melissa schießt, den die meisten Bogenschützen schießen. Und ich schieße halt Compound. Das ist halt so dieser technische Bogen, der aus Amerika stammt, den es seit ungefähr 40 Jahren gibt. Und so, die Technik daran, die fasziniert mich. Und das Prinzip von dem Compound-Bogen ist, dass im Auszug durch dieses Cam, dass die Zugkraft reduziert wird. Man muss einmal 60 Pfund aufwenden, um den Bogen auszuziehen. Aber wenn man dann über einen bestimmten Peak hinweg ist, dann wird es halt leichter zu halten. Das heißt Let-Off beim Compound-Bogen. Ursprünglich mal entwickelt worden in Amerika zur Jagd. Und jetzt also ein Sportgerät, das immer mehr Anhänger findet. Man sollte immer zu einem Fachhändler gehen. Bitte nie einen Bogen im Internet bestellen, weil man weiß A, nicht, was man bekommt. Und zweitens für einen Anfänger. Ein Bogen muss wirklich zum Schützen passen und muss eingestellt werden auf den Schützen. Und da sollte man sich wirklich auf die Fachleute verlassen. Astrid Külper betreut den Verein nicht nur fachlich, sondern auch menschlich. Ihr Motto lautet: Schießen Sie Bogen, treffen Sie Freunde.